In einem spannenden Diskurs treten angehende und arrivierte Juristen bei der letzten Ausgabe von Kanzlei und Karriere vor der Sommerpause. Im Palais Coburg geht es diesmal um die Arbeit der Führungskräfte im juristischen Arbeitsumfeld. Den Außentemperaturen angepasst stellen sich Führungskräfte tapfer der hitzigen Debatte. Denn Führungskräfte und ihr Stil bleiben in Erinnerung. Im Positiven sicherlich die Führungskräfte, bei denen man wusste, sie haben sehr, sehr viel Stress, aber doch immer ein offenes Ohr für einen. Es fällt sehr auf, dass das Leute sind, die zuhören können, die auf einen eingehen. Nicht nur sitzen und schon irgendwie den Gedanken spinnen, was werde ich jetzt sagen oder was ist jetzt meine Reaktion oder was möchte ich eigentlich kommunizieren. Dass man denkt, es wäre vielleicht im Endeffekt sogar besser gewesen, die 20 Minuten in eine andere Arbeit zu investieren. Um gut zu führen, sollte vor allem die Richtung klar sein. Die gute Führungskraft kann ganz klar kommunizieren, was ist verlangt, wie komme ich dorthin. Also ich habe schon gearbeitet für verschiedene Leute, die mir einfach Akten hingeworfen haben, von denen ich nicht einmal wusste, wer die Partei ist. Lässt aber gleichzeitig auch genug Raum, um eigenverantwortlich tätig zu sein. Wenn ich Fragen habe, kann ich kommen, aber denk auch selber nach. Das selbstständige Arbeiten will in Kanzleien schließlich erlernt sein. Wer erst einmal eigenständig arbeiten kann, schätzt flache Strukturen. Gewisse Führungsstile sind im juristischen Umfeld daher weniger gebräuchlich. Wenn das einen Führungsstil autoritär übertragen wird, mit Gewalt, und die Leute dabei frustriert. Also durch Lob und Anerkennung bin ich motivierter. Ich habe das selber erlebt, dass Freundschaft und Rangordnung möglich ist. Vor allem, wenn man das Sie beibehält. Weil man kann auch mit einem per Sie sein und trotzdem freundschaftlicher miteinander umgehen. Keiner schaut den anderen von oben oder von unten an. Und da, glaube ich, in so einer offenen Diskussion, in so einem offenen Gespräch, kommt man auch auf die besten Lösungen. Doch neben fachlichen Lösungen hat die Führungskraft in einer Kanzlei noch andere Aufgaben zu bewältigen. Wir müssen beides sein. Wir müssen einerseits unseren Betrieb führen und auf der anderen Seite sind wir aber auch die Maschine, die produzieren und sind da auch Spezialisten. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine besondere Herausforderung. Als Führungskraft in der Juristerei ist man meistens ja nicht als Führungskraft ausgebildet worden. Meist sogar ganz im Gegenteil. Der Jurist ist Micromanager und achtet auf Details und auf Risiken. Es gab mal, war vor einiger Zeit bei einem Strategieberater aus den USA, der gesagt hat, Kanzleien sind dann wirklich einen Schritt weiter gekommen, wenn Sie den CEO von General Motors als CEO einstellen. Wenn ich als Spezialist eine Top-Performance abliefere, dann ist das immer noch ich selbst und nur mal eins. Wenn ich als Führungskraft eine Top-Performance bringe, dann multipliziert sich das. Und wenn ich 9 Mitarbeiter habe, mal 9. Und wenn ich 3000 Mitarbeiter habe, mal 3000. Vor allem aber in kleinen Unternehmen ist das eine große Herausforderung. Hier ist es ein kunstvoller Spagat, den die Führungskräfte tagtäglich leisten müssen. Man muss sich so ein bisschen in die Rolle der Führungskraft auch versuchen reinzuversetzen, auch in das Unternehmen. Das heißt, auch wenn es mal Sparmaßnahmen oder irgendwelche Maßnahmen der Führungskraft gibt, die einem als Mitarbeiter nicht gefallen, sollte man sich natürlich auch immer ein bisschen fragen, warum wird das gerade gemacht und vielleicht auch den Sinn dahinter suchen. Aber sonst macht es immer Sinn, Gas zu geben als Mitarbeiter.